60% buchen oder kaufen dann auch touristische Leistungen und Angebote direkt online, direkt im Internet. Der Onlinehandel ist heute für die Wirtschaft und für viele Unternehmen eine wirklich große Herausforderung geworden und zum Teil auch eine Bedrohung, wenn man sieht, was hier auf den großen Verkaufsportalen passiert. Und auf der anderen Seite ist dieser virtuelle Marktplatz der größte Marktplatz der Welt, der schnellste Marktplatz der Welt, der vielseitigste und auch vielleicht für manche auch der erfolgreichste Marktplatz der Welt und auf der anderen Seite aber auch der schonungsloste oder der härteste Marktplatz der Welt, weil nirgends anders kann man so rasch, so direkt Angebote abfragen, kaufen, buchen, aber auch nirgends anders wird man so unmittelbar bewertet von Bewertungsportalen über die Social-Media-Kanäle und wird als gut oder schlecht oder qualitativ hochwertig oder nicht so hochwertig dargestellt. Die Vergleichbarkeit heute im Internet ist ein großes Thema, insbesondere auch im Tourismus. Preise, Produkte, Angebote sind ständig und immer und überall vergleichbar und machen es den Kunden auch leicht oder auch oft mal schwer, sich für ein Produkt zu entscheiden. Wir wollen heute das neue Webportal des Burgenland Tourismus Ihnen präsentieren und den zukünftigen Webauftritt des Burgenland Tourismus. Ich freue mich sehr, dass auch Herr Landeshauptmann Nissl heute Zeit hat und Frau Landesrätin Michaela Esetar. Herzlichen Dank, dass Sie kommen konnten. Und bevor wir Ihnen das Portal also richtig zeigen und präsentieren, darf ich Herrn Landeshauptmann bzw. Frau Landesrätin mal ein kurzes Statement bieten zum Eingang zu dieser Veranstaltung. Bitte, Herr Landeshauptmann. Frau Landesrätin, Herr Tourismusdirektor, meine Damen und Herren, hat verstanden, 3 bis 5 Minuten, ich werde versuchen, das auch einzuhalten. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich denke, dieser Satz hat für viele Bereiche eine große Bedeutung und dieser Satz hat natürlich auch für den Tourismus Bedeutung, eine schwierige Branche. Das Burgenland ist im internationalen Wettbewerb, man kann auf der ganzen Welt Urlaub machen und wir müssen schauen, wie wir unser Angebot entsprechend attraktiv gestalten, wie wir es präsentieren und wie wir auch bei der Präsentation mit der Zeit gehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ein neuer Webauftritt auch heute präsentiert wird. Aktuelle Tourismuszahlen, ich finde das für sehr gut. Im bisherigen Sommerhalbjahr, also Mai bis Juli, hat es in Burgenland einen Plus von 2,5% gegeben, von Jänner bis Juli ein Plus von 3%. Also insofern sind wir auch in einer Zeit, wo das Wetter ja nicht gerade sehr gut ist, um es vorsichtig auszudrücken, wollte ich schon ein anderes Wort verwenden, also insofern auch gut unterwegs und das zeigt, dass wir die richtigen Rahmen, ich glaube, das ist wichtig für die Politik auch, nämlich zu sagen, haben wir in der Vergangenheit die richtigen Rahmenbedingungen im Tourismus gesetzt? Können wir im internationalen Wettbewerb bestehen? Können wir auch bei einem schlechten Wetter die Gäste im Land behalten, beziehungsweise kommen sie auch bei schlechtem Wetter? Und da muss ich ein Resümee, ein Zwischenresümee ziehen. Ja, wir haben die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Unsere Schwerpunkte, die wir seit Jahren setzen, die wir seit Jahren auch umsetzen, die sind die richtigen. Nämlich einerseits auf Leitbetriebe zu setzen, mit den Thermen, aber auch die kleinen Zimmervermieter haben eine große Bedeutung. Aber auch Natur, Wein, Kulinarik, aber auch Shopping sind wichtige Bereiche, auf die wir gesetzt haben und wo wir in der Vergangenheit immer wieder Schwerpunkte gesetzt haben, darauf hingewiesen haben und heute zeigt sich, dass auch bei einem eher schlechten Wetter die Menschen hier bleiben, dass wir Steigerungen erreichen können. Das heißt nicht, sich zurückzulehnen, sondern zu sagen, wie können wir noch besser werden. Social Media, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Medium, das eigentlich eine Entwicklung genommen hat, wie das auch keiner vorhergesagt hätte. Ich habe bei mir kurz nachgesehen, ein Beitrag, das ist der mit der höchsten Reichweite, hat bei mir 150.000 Klicks gehabt. Also ich habe 9.400 Likes und 150.000, die einen Beitrag angeklickt haben. Also das ist alles dokumentiert und das ist jetzt nur ein kleiner Bereich, der Tourismus ist ja viel, viel wichtiger. Da weiß man, welches Potenzial
hier drinnen steckt. Und gerade die Reisebranche, glaube ich, ist hier sehr innovativ. Das ist eine innovative Branche. Da muss sich jeder Einzelne Gedanken machen, was kann ich noch besser tun und das in entsprechender Form auch vom Burgenland Tourismus zu präsentieren. www.burgenland.info ist ganz einfach notwendig. Nur noch einige Zahlen. Pro Minute werden auf YouTube 100 Stunden Videomaterial hochgeladen. In einer Minute oder pro Minute 100 Stunden Videomaterial. Es gibt 1,3 Milliarden aktive Nutzer auf Facebook und das ist das größte Social Network der Welt. Und in Wahrheit ist Facebook nach China der zweitgrößte Staat der Welt, wenn man es auf sein Monomäßig umlegen würde. Also ich glaube, dass diese Zahlen ganz einfach zeigen, wie wichtig Social Media sind. Abschließend auch ein Dank an Scherf Company. Das ist ein Betrieb, der zeigt, wie die Internationalisierung voranschreitet, wie man sich international auf vielen Märkten der Welt behaupten muss. Und ich denke, diese Richtung müssen wir auch mit Burgenland Tourismus gehen, in vielen Bereichen gehen. Internationalisierung heißt, sich entsprechend zu präsentieren, modern auch in den Social Media aufzutreten. Einige Betriebe oder viele und immer mehr Betriebe in Burgenland machen das. Wir von Burgenland Tourismus machen das auch jetzt verstärkt mit diesem Relaunch, mit den Social Media. Ja, was wünsche ich mir? Dass es viele Besucher auf unseren neuen Seiten gibt, dass das auch angenommen wird, dass sich das Burgenland hier von der besten Seite präsentiert und dass wir diese Erfolgsgeschichte Burgenland Tourismus auch weiter fortsetzen können mit neuen, innovativen, zeitgemäßen und zukunftsorientierten Ideen. In Erinnerung gekommen, dass ich im Jahr 1997, als ich Geschäftsführer der Burgenland Therme war, gemeinsam mit Peter Frisching, damals 1997 überlegt haben, sollen wir eine Homepage-Auftritt haben, ja oder nein. Ich meine, man kann sich ja nicht vorstellen, wie schnell sich die Zeit verändert hat. Als ich noch studiert habe, haben wir 3 oder 4 Studenten mal auf so einem großen Kastel eines Computers. Heute, jedes Kind hat einen Computer, jedes Kind hat ein Smart-Telefon, hat sich sehr, sehr viel getan und heute kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendeinen Betrieb gibt, der nicht im Internet ist und der nicht einen guten Auftritt hat. Aber letztendlich entscheidet sich es auch, wie dieser Internetauftritt ausschaut. Ein Beispiel nur, Panonisch Wohnen ist eine kleine, feine Schiene, das vom Burgenland Tourismus aufgebaut wurde. Und da war ich einmal am Charterberg, Sie kennen das, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Kofidisch. Panonisch Wohnen ist auch dort mit einem Kellerstöckel vertreten und es waren Gäste aus der Schweiz, aus dem bayerischen Raum und ich habe dann gefragt, wie sie überhaupt dahergekommen sind. Ich sagte ganz einfach, wir haben uns den Burgenland-Auftritt angeschaut und auf diesem Burgenland-Auftritt war dann das Panonisch Wohnen drauf und so sind sie dann eigentlich in das Südburgenland gekommen. Und all das, was natürlich diese einzelnen Schienen tragen dazu bei, dass wir mit Sicherheit einen tollen Auftritt haben. Ich darf nur eine Zahl erwähnen. 85% der Gäste schauen vormal ins Internet rein, holen sich dort die Informationen, um einen Urlaub zu buchen und Trendforscher prognostizieren, dass im Jahr 2020 65% aller Buchungen online erfolgen wird. Und wenn wir auf diesen Trend aufsteigen und natürlich einen Schritt voraus sind, dann können wir mit Sicherheit, und das ist ja unser gemeinsames Ziel, international besser aufzutreten und noch mehr Gäste, internationale Gäste in das Land bringen. Denn natürlich die Gäste, die aus weiter her kommen, die werden mit Sicherheit länger als diese 2,3 Nächtigungen im Thermentourismus bleiben. Die werden wahrscheinlich eine Woche bei uns urlauben und das ist natürlich das große Ziel. Denn wir reden, und ich hoffe natürlich irgendwann einmal die 3 Millionen Nächtigungsmarke zu erzielen, aber ich bin überzeugt, wenn wir diesen Punkt überschritten haben, dann geht es Richtung 3,5 Millionen, weil wir natürlich international noch einiges an Potenzial nach oben hin haben.
die unterschiedlichen Auftrittsformen, Facebook, Twitter, YouTube, ja, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man ohne die überhaupt auskommen kann. Holiday Check, also viele Aktivitäten gibt es rund um den Tourismus und ich möchte dir, lieber Herr Direktor, Danke sagen für dein Engagement und dass wir das jetzt gemeinsam geschafft haben. Wir versuchen natürlich Step by Step unterschiedliche Schritte zu setzen, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Diese neue Homepage folgt dem Trend der Zeit und ist auf ein responsives Design aufgebaut. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieses Layout sich an die unterschiedlichsten Endgeräte anpasst. Auf Technisches werden Sie mit Sicherheit noch mehr eingehen. Aber letztendlich geht es auch darum, dass wir die Homepage mit Leben erfüllen müssen, mit den unterschiedlichsten Angeboten, die wir haben. Und was des einen freut, ist des anderen leid. Wenn auch das Wetter jetzt zurzeit wirklich nicht besonders gut ist, weil wir natürlich noch viel mehr Radfahrer gerne hätten, so glaube ich sehr wohl, dass wir seitens der Politik in den letzten Jahren, das wurde uns zum Teil angekreidet, aber dass wir auf die richtigen Pferde und auf die richtigen Angebote gesetzt haben. Der Thermantourismus hat in den letzten Monaten, bedingt natürlich auch durch das Wetter, einen enormen Aufschwung gehabt. Viele Tagesgäste, aber darüber hinaus viele Gäste, die dann letztendlich auch einen Thermenurlaub mit Nächtigung gebucht haben. Und ich glaube, da können wir uns seitens des Burgenlands positionieren als Ganzjahresdestination und ich werde natürlich alles daran setzen, dass wir auch in Zukunft Förderung für bestehende Betriebe zur Verfügung stellen können, dass die in die Qualität verbessern und dass letztendlich das Burgenland als Ganzjahresdestination gesehen wird. Wenn wir uns heute im Schärf-Wörth-Zentrum befinden, dann freut es mich, und diese Zahl möchte ich schon erwähnen, fast 2000 Besucher kommen hierher, die hier Schulungen machen. Das sind sehr viele Gäste, auch aus dem Ausland. Und da hat Schärf natürlich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir auch international punkten können. Die Betriebe, dass die wirklich eine tolle Präsenz haben, mit Bild, mit Text, mit Adressdaten, mit Verlinkungen zum Betrieb selber, auch die Betriebe sich wiederfinden in den jeweiligen Angebotskategorien und Angebotsnetzwerken, Thema Familienurlaub, Thema Wellness, Gesundheit, Thema Natur oder was auch immer, dass diese Betriebe auch dann dort zugeordnet werden können, wo sie zum Beispiel eben spezialisiert sind oder besonders ihre Stärke haben. Und es sind auch alle Orte und Regionen in diesem Portal vertreten. Wir werden es gleich sehen. Man kann jeden Ort einzeln über das Suchprogramm aufrufen, findet dort Bilder, findet dort Angebote, findet dort nötige Links und all das. Natürlich ist es auch wichtig, dass der Burgenland Tourismus mit diesem Portal oder den Traffic auf dieses Portal durch Webkampagnen generiert. Das machen wir natürlich auch. Es gibt eigentlich das ganze Jahr über, kann man sagen, die sogenannten Suchmaschinen-Marketing über Google, wo wir mit AdWords und so weiter hier auf die verschiedenen Themen des Urlaubsangebots des Burgenlands verweisen und damit den Traffic auf unser Portal bringen, aber natürlich auch verschiedene gezielte Kampagnen, beispielsweise jetzt in Kürze startet natürlich die Kampagne zum Thema Wein, Kulinarik mit dem Thema ganz Burgenland, mit dem Martini-Loben. Sofort im Anschluss dann geht es wieder sehr stark um die Thermen und das Thema Wellness in den Spätherbst, Winter hinein und so weiter und so fort. Also wir sind auch ganzjährig mit Kampagnen auf diesem Portal vertreten oder für dieses Portal werden Kampagnen gemacht und Ziel ist dann natürlich für uns hier in eine Interaktion zu treten mit diesem Portal, mit dem Konsumenten, mit dem Gast, damit wir ihn wirklich mit ihm kommunizieren können über dieses Portal, über die sozialen Medien und so weiter. Ja, Besucherzahlen, wir haben im heurigen Jahr so ca. 600.000 Besucher gehabt auf dieser Homepage. Ziel ist es, diese Zahl natürlich auch zu steigern mit der neuen Page, die soll hoffentlich rasch siebenstellig werden, diese Zahl, dass wir über 1 Million kommen an Besuchern, das hoffe ich, dass das gelingt. Und natürlich wollen wir, dass viele Anfragen gehen an die Betriebe direkt. Das ist ganz wichtig. Das wird auch von den Betrieben zu Recht immer wieder gefordert, dass vom Burgenlandportal auch eine Anfrage an ein Hotel kommt, an einen touristischen Anbieter jeder Art. Und auch das soll hier möglich sein, natürlich auch stärker möglich sein. Prospekte kann man downloaden, man kann sie online anschauen. Es gibt natürlich einen Newsletter, Webcams und vieles mehr. Ja, ich
halte mich jetzt zurück und übergebe hier gegenüber zu den Experten. Ich freue mich auch sehr, dass Sie Zeit gehabt haben, Herr Roman Sindelar, Werbechef von unserer Werbeagentur BKB aus Wien. Er zeichnet sich sehr verantwortlich natürlich als Agentur für die Kreativität und Design und so weiter dieses Portals. Er wird das erzählen, was hier dahinter steckt. Und Hannes Schmidt von der Agentur GITCO aus Eisenstadt, auch ein burgenländisches Unternehmen. Auch das freut mich sehr, dass hier der Technologie natürlich auch Innovationspartner war und Programmierpartner war, alles was noch da dazu gehört. Also eine tolle Kooperation oder Koproduktion unserer Agentur mit der burgenländischen Firma GITCO. Und ich darf euch jetzt bitten, uns ein bisschen durch dieses neue Portal zu leiten und begleiten. Danke.